Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von Let's Play. Let's Play Tectonica. Wieder zurück unterwegs. Ich habe noch mal ein bisschen geschaut und ja, bekanntes Problem. Offenbar ist das mit dem Hochleistungskabel noch nicht ganz so sauber. Deswegen brauchst du aktuell eine normale Stromverbindung an beiden Seiten, damit das Ding hier funktioniert und entsprechend genutzt werden kann. Die Aufgabe war allerdings, dass ich, hier kommt doch gerade schon ordentlich das Atlantum rein, tatsächlich, das ist schon mal recht praktisch. Die Aufgabe war allerdings, dass ich natürlich 5 Schienensysteme habe, oder 5 Monorail-Schienen habe, Minimum. Das heißt, damit ich die erfolgreich abschließen kann, muss ich nochmal ganz kurz ein wenig extra Schienen reinpacken. Dementsprechend reißen wir nochmal ganz kurz ab hier und machen es nochmal kurz ein bisschen neu. So. Ich denke auch, dass die Monorail-Geschichte dürfte vermutlich generell nur Deko sein, also dass der da rumsaust. Ich gehe nicht davon aus, dass die wirklich aktiv da berechnet wird. Wenn wir das gerade haben wollen, müssen wir es am besten so machen, ne? Ja. Muss ich nur hier drüben. Ach, übrigens, kleiner Tipp, wenn ihr hier am Buddeln seid und diese Steine sind im Weg, ihr könnt gerne versuchen, mit dem Bohrer die wegzureißen. Oder aber, ihr haut einmal mit der Picke drauf. Das ist da deutlich angenehmer. Ich hatte hier gerade ein paar Steine, die ich wegmachen wollte. Und hab mich da mit dem Bohrer zu Tode gebohrt. Ohne Erfolg. Bis ich dann mal mit der Picke dran bin und dann so, ja, ach so, okay. So geht's natürlich auch. Zack, das kann weg. Okay, da kommen wir gar nicht ran, wa? Kriege ich so gar nicht richtig weg. Ja, so gut, wie es ihm geht. Ja, da kommen wir nicht dran vorbei. Egal. Das passt aber. So. Dann brauchen wir jetzt, wir haben jetzt 1 Schienen, 2 Schienen. Machen wir mal 3 Schienen. Wollen wir mal hier ruhig den Flusslauf. Gehen wir hier mal einmal höher. Hier. Jetzt habe ich keine Dings mehr, keine Pfosten mehr, ne? Nochmal einmal höher gehen. Okay, reicht das jetzt schon? So. Die fährt zumindest, aber es scheint nicht zu reichen. Okay. Okay. Aktiviere es mit voll aufgeladenen Dingern. Wir können schon mal ganz kurz hier das Gerät bauen. Den hier, da brauche ich Bauteile, Barren, elektrische Bauteile, okay. Dann einmal ein paar Barren hier. Elektrische Bauteile und die mechanischen Bauteile. Einmal hergestellt, den Spaß. Danke. Und dann darf das und das wieder weg. Und der muss jetzt irgendwie unten ran. Ich pack's mal statt den Omniscanner hin, weil ganz ehrlich, den Omniscanner benutze ich so gut wie gar nicht.
3. Danke. So. Und jetzt. Okay. Muss mich wohl einfach nur dranhängen. Okay. Das war relativ simpel. Guck mal, der baut den wirklich von oben nach unten ab, ne? Das ist interessant. So. Das passt jetzt alles. Maximal 120, genau. Aber mehr kommen da ja gerade eh nicht rein. Inaktiv. Also das Inaktiv bedeutet jetzt gerade, jetzt ist die Station gerade aktiv. Es wird beladen und dann wird die wieder aktiv und dann fährt er. Okay. Dass wir wissen dann zumindest, an welcher Stelle gerade oder welche Station gerade berechnet. Aktiviere. Also auch die Quest kannst du offenbar auch in der Tonne rauchen. Die bringt offenbar nichts. Okay. Na gut. Muss ich das dafür nicht in der Tasche haben dann oder geht es auch ohne? 3. Ich muss es wohl. Ja. Ich muss es wohl ausgerüstet haben, damit es funktioniert. Nee, muss ich nicht. Okay. Hä? Okay, ich muss es wohl zum Starten ausgerüstet haben, wie es aussieht. Okay. Nochmal. Ermöglicht uns ein Wundrollsystem zur Beförderung von Personen. Leertaste halten. Okay, warte. Nächster Versuch. Leertaste halten. Alles klar. Also brauchen wir die Osten. Wir müssen nur die Leertaste am in der Nähe des Monorail-Systems halten. Und es hat eine recht hohe Reichweite tatsächlich. Okay. Gut. Ich will wieder hoch, bitte. Danke. So, ja, die Quest selber, die scheint wohl nicht zu funktionieren. Die hat da auch dasselbe Problem wie auch die Monorail selber, dass sie die Akkumulatoren nicht finden. Weil das habe ich ja eigentlich gemacht, aber das scheint wohl nicht zu funktionieren, okay? Okay. Ich schau mal ganz kurz, ob es einen Workaround gibt im Discord. Bin gleich zurück. So, da bin ich wieder. Ich habe es einfach nur weggeklickt. Laut Discord gatet es keinen Progress, es ist nur einfach nur von wegen und Informationen von wegen, so geht das. Alles klar. Das heißt, wir haben jetzt das Monorail-System. Es ist ja ein bisschen wuselig, aber ist ja egal. Es geht ja nur um die Geschwindigkeit, um die Items. Die könnten wir jetzt hier rausziehen zum Beispiel und von Hand darüber ziehen. Das müsste so auch reichen, denke ich mal. Aber lass uns mal, bevor wir weitermachen, tatsächlich doch mal erstmal ganz kurz den neuen Kollegen aufstellen hier. Den hier nämlich. Zack. So. Jetzt machen wir die mal weg und machen wir jetzt den neuen dahin. Das ist ja das kaputte Ding, ist, aber da gehe ich nicht wieder hin. So, und wo habe ich denn die Jungs? Übrigens, Umschalttaste halten und mit dem Mausrad kannst du, oder Steuerung, kannst du halt eben dann die
Dings belegen, die Tastenbelegung ändern. Da ist es. F9. Das wäre dann so. Und na komm, na komm, na komm. So, okay. Ich packe kurz nochmal die Achter dahin. So, wenn du mir jetzt nochmal das Ding machen sollst, den besseren Baumeister hier, wie schnell bist du dann? Okay. Ich würde sagen, doppelt so schnell. Das sieht auf den ersten Blick sieht es aus wie doppelt so schnell. Und verbraucht jetzt sagenhafte 270. Okay. So, du machst bitte jetzt mal die Stacker hier. Da brauchen wir die roten, die Dinger und die Dinger. Okay. Sonst können wir nämlich dann die Stack-Items, die Stack-Kollegen mich dann nehmen und damit Sachen aus den Kisten rausziehen. Und zwar deutlich schneller. So. Und dann, ja. Oh, da. Okay, den weg, den weg. Ups, den Fußboden wieder hin. Und dann F9 für den. F8 ist das. Stackgreifer. So, der holt jetzt drei auf einmal raus. Okay. Ups. So, der müsste jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel schnelle Förderbänder mache, zum Beispiel, da hängt es ja immer. Schnelle Förderbänder. Dann müsste der die auch sofort schnell genug rausziehen können. Ja, easy peasy, wunderbar. Kann der das dann auch hier? Ich sage, mach du mir bitte mal die schnellen Förderbänder. Ist es hier auch schnell genug? Oh, wow. Oh, wow. Nee, ist es nicht. Nee, okay. Also das ist zu schnell für die Dings. Alles klar, okay. Wie bist du jetzt gerade halb durch? Okay, dann setzen wir die zwei noch durch die entsprechenden neuen Geräte. Dann haben wir zumindest schon mal die Produktion hier auch soweit fertig. Und jetzt brauchen wir als nächstes ganz, ganz viele Akkumulatoren. Denn wir müssen unsere Strommenge ein bisschen erhöhen, die wir haben insgesamt. Da brauchen wir auf jeden Fall noch einiges. Und dazu brauchen wir Zündreben, elektrische Bauteile und die Kupferrahmen. Dann mach du doch bitte gerade mal ein paar Kupferrahmen. Zack. Denn die brauchen wir gleich in größeren Mengen. So. Und einen von den Kollegen werde ich dann gleich anschmeißen, permanent für die Jungs. Für die Advanced Circuits. Und davon werden wir auch einige brauchen. Und dann kommen wir zu den letzten Aufgaben, die da wären. 1200 Energie dort und das Upgrade. So, das wären jetzt 900 Förderbänder MK2, Eisenrahmen, Kupferrahmen und 860 Megajoule im Akku. Der braucht aber echt. Also, trotz der Geschwindigkeit braucht er echt so lange, ey. So. Und es scheint, als wenn die permanent so viel Strom brauchen. Ah, ich weiß, was da los ist. Der Kollege hat Probleme. Wir fixen mal ganz kurz hier das Förderband hier.
Das ist nämlich ganz schön nervig so. Okay, und dann. Klemmen wir den mal direkt an. Oh. Das geht wohl so nicht. Na gut. Okay. Ist er wieder buggy, der Kollege? Ich hab doch aber die Dinger habe ich doch in der Tasche, ne? Ja. Die Pfosten. Kannst du mir gerade erklären, was da los ist? Wie das geht? Offenbar, wenn der einmal nicht geht, dann geht er wohl permanent nicht mehr oder so. Weird. Okay. Bin ein bisschen verwirrt. Okay. Auch wieder Kacke. Warum auch man den da eingestellt hat, das war jetzt ein bisschen blöd. So. Dann einmal da ran. Hier hin. Und darunter. Okay. Und dann können wir dann noch wieder reisen. Sehr gut. So, das Problem ist natürlich jetzt, dass wir jetzt hier die roten Griffel haben, die natürlich nicht ausreichend sind. Wir brauchen jetzt die besseren wieder. Wie viel verbrauchen die eigentlich? Logistik? 15 Kilowatt. Okay. Ah, okay. Also das sind 10. Ja, 15. Okay. Und logischerweise ist auch dann hier die Rheingriffler.
Sie dürften sogar jetzt die... Ach, scheiße. Auf. So. Jetzt wird der das Zeug auch los entsprechen und kann durcharbeiten und damit sollte jetzt auch das nicht mehr so zittern, genau. Okay. Und die laufen jetzt permanent mit 270, also 140 Kilowatt pro. Okay. Das Monorail-System ist schon nice, wenn es dann halt vernünftig funktioniert. Können wir uns hier Wollt ihr vielleicht mal noch mal ein bisschen Fußboden dran machen, einfach? So. Und wenn es noch vernünftig funktioniert, dann ist es noch mal ein Zacken schöner. Das geht wohl nicht, wenn es nur noch dran ist. Da muss also dann einer dazwischen sein. Okay. Dann brauchen wir wieder die Jungs. Dann nehmen wir jetzt einfach die roten Griffler und fertig. Das ist vom Strom her dann noch besser. Aber naja, scheiß drauf. Wir haben es ja. Und jetzt die roten Griffler. Wenn ich sie denn hätte, scheiße. Wir haben es ja. Bist du noch nicht fertig? Der hat es ein paar mehr gemacht, ne? Ja, der hat es. Drei? Wie geht das denn? Hä? Was? Kurz da, die brauche ich. Maschine ist voll. Nee. Okay, der war mir wohl kurz mal doof. Okay. Griffler. Also F8. Dann geht das Zeug da raus und dann da rein. So, fertig. Jawohl, dann können wir das dann aus der Kiste. Ach, scheiß drauf. Jetzt kommen wir aus der Bahn raus und fertig ist die Laube. Das ist jetzt auch Blödsinn da. Deswegen extra so ein TÜNF zu machen. Zack. So. Da ist ja ein bisschen Platz drin in der Bahn. Wenn wir es übertragen von Hand, dann ist es ja auch wieder egal. Anyway. So, das läuft weiter. Hier haben wir jetzt die vier neuen Kollegen. F9. So. Den so und den so. F8. Da. Und dann da reingriffeln. Cool. So, wir brauchen jetzt noch mehr Förderbänder und die Eisenrahmen und Kupferrahmen. Und wir könnten jetzt einfach rein theoretisch auch die Jungs hier. Da habe ich jetzt noch zwei in der Tasche. Hä? Ich hab doch gerade drei aus der. Ich bin verwirrt. Anyway, dann haben wir jetzt eben die zwei. Das passt ja dann auch. So, F9. Dann kommst du mir hierher und machst bitte mal ganz kurz die jeweiligen Rahmen.
Zack. So, und da brauchen wir einmal die Kupferrahmen. Hier müssten auch dann die... Die kleinen dürften nicht mehr reichen, denke ich mal. Ja, der braucht 4, das reicht auf keinen Fall. Aber die roten dürften dann auch ausreichend sein. So, rausziehen geht noch schnell genug. Nicht mit einem. Aber 2 dürften gehen. Ja, da geht's, das fällt langsam ab. Okay, also 2 rote rein, 2 gelbe raus. Alles klar. Dann machst du bitte noch die Eisenrahmen hier fertig. Zack. Das war falsch. Das Eisen geht da rein und kommt dann als Rahmen dort wieder raus. So, die machen das nebenbei jetzt fertig. Das sollte nicht allzu lange dauern. 900 Rahmen sind das nicht so. Das sind schon die ersten 30 haben wir schon. Das geht eigentlich recht schnell. Der macht gerade den Spaß fertig und du machst noch die Rahmen hier. Du machst jetzt bitte mal die Akkus, die wir brauchten, beziehungsweise die Vorstufe dann dazu. Na, dann haben wir jetzt hier ein paar Rahmen. Zack. Das Zündpulver haben wir hier. Und die elektronischen Bauteile, ne? Genau. Dann los. Zack, zack und zack. Dann mach du jetzt mal ein paar Akkus, dass wir die Stromversorgung hinkriegen. Du machst stattdessen die besseren Förderbänder. Und ja, du machst dann auch mit Akkus. Fertig. Also, du machst hier mal ein paar Kupferrahmen hier an der Stelle. Und du auch, dann können wir dann hier dann noch ein paar mehr Akkus machen. Dann läuft das hier zumindest schon mal nicht weg. So. Zack. Ah ne, und du machst bitte jetzt permanent die Jungs. Genau. So. Okay. Alles läuft. Alles läuft so, wie das sollte, hoffe ich. Und dann müssen wir nur die Akkus aufstellen und entsprechend den Strom haben. Wie viele Akkus haben wir jetzt inzwischen? Wo sind sie denn? Wir haben doch gar keine Akkus, oder? Doch, einer macht da doch jetzt schon die Akkus. Nee, der macht die Förderbänder. Der soll die Akkus machen, aber er ist... Hä? Okay, irgendwas stimmt hier mit den Greifern auch nicht. Okay. Ah. Okay. Gut, ich mache mal jetzt ein paar, das lässt die Sachen fertig machen und dann sorgen wir dafür, dass wir dann im nächsten, dass wir dann gleich noch die Sachen reinlegen und damit die nächste Stufe freischalten. Das ist nur ein kleines Wedding-Game. Ich warte jetzt, bis die ganzen Sachen fertig sind und dann geht es dann auch gleich weiter. Bis gleich. So, da bin ich auch schon wieder und wir haben jetzt ein bisschen was am Start hier. Ein paar Rahmen sind schon mal da, aber ganz wichtig vor allen Dingen, wir haben schon die ersten 51 Akkumulatoren. Ich hoffe mal, das reicht sogar schon. Ansonsten, wir können mal ganz kurz was nachwerfen hier. Oh, nur ein bisschen Zünd, nur die elektronischen Bauteile. Und davon haben wir ja noch ein paar über. Dann mehr schadet ja nicht. Dann macht ihr zwar bitte mal nochmal... Die Förderbänder müssten wir genug haben, oder? Ja, locker. Förderbänder sind locker genug, das passt. Dann können wir hier jetzt dann einmal nochmal ein paar Rahmen herstellen lassen. So. Zack und zack. Dann
einmal du und du nochmal die Rahmen produzieren. Und wir gehen mal ein paar Akkus aufstellen, um entsprechend mehr Strom zu haben im Netzwerk. Machen wir erstmal hier die Ecke voll, da ist ja noch ein bisschen Platz überall. Da war ja noch nicht alles fertig. Hier ist offenbar ungültig. Ja, ich kann da offenbar nicht drauf bauen. Okay. Ich kann da zwar hinbauen, aber der ist nicht verbunden, ne? Ja. Okay. Dann lassen wir das erstmal und machen dann erstmal hier weiter. Da Strom. Da Strom. Und die Dinge sind doch quasi instant voll, ne? Ja. Die sind instant voll. Und wir sind bei saftigen 920. Und dann machen wir nicht die 1200. Okay, dann habe ich wieder gleich ein bisschen zu viel, glaube ich. Dann machen wir gleich mal die 1200 voll. Wir können ja erstmal schon mal die neue Biodichte erforschen. Die ist ja. Die ist ja noch Dings, ne? Warte mal. Da, Biodichte. 400 Punkte, kein Problem, haben wir. Okay. Und dann gab es noch eins, was noch nicht frei war. War das unter Logistik? Wir hatten noch eins, was noch nicht frei war, was ich auch noch nicht freischalten konnte, weil mir was gefehlt hat. Hier haben wir alles. Der Kernturbo. Achso, das Kernturbo müssen wir auch nochmal anschauen, ne? Der Kernturbo schmelzen kostet 160. Okay. Und Kernturbo Bergbau kostet auch noch ein bisschen was. Aber es gab noch eins, was ich lernen wollte, was aber nicht ging. So, das hält jetzt nochmal ewig hier. Yes. What? Okay, I'm currently recording. Can talk about it in a bit, okay? Da, Kernturbo Bergbau haben wir. Zack. Ja, also mit dem Kernklassen schaue ich mir nochmal in Ruhe an. Machen wir dann in der nächsten Folge. Ich will jetzt mal nur ganz kurz hier einmal aufräumen. Und einmal unsere Freunde hinstellen hier. Die Kollegen. Ich habe noch 43 da. Oh Gott, das wird noch. Okay, das wird noch ein bisschen was reichen. Da habe ich vielleicht. Ich habe vielleicht ein bisschen übertrieben jetzt gerade mit der. Mit den Akkumulatoren. Ups. F3. Und dann so, so, so. Okay. Da sind wir jetzt bei saftigen 980. Das heißt also 40 pro. Würde ich fast sagen, 40 pro, ne? Nee, 20. Warte. Stellen wir kurz noch einen auf. Nur so zum Testen. So, und dann 3, so 20, 980. Und du bist dann jetzt auf 20. Das sind 20 Megajoule pro. Und damit haben wir unser erstes Gigajoule voll. Das heißt, noch 10 weitere, dann habe ich bereits, was ich brauche. Ich werde dann gleich mal offscreen. Hier mal weiter ausbauen oder. Ja. Ich werde mal offscreen hier noch ein bisschen größer machen. Das ist mal raus, wie. Wir gehen am besten dann in die Richtung oder so. Ja, naja, nee, die Richtung war. Hier war ein bisschen mehr Platz. Oder gehen wir ganz woanders hin, zu den Wasserrädern vielleicht? Wäre auch eine Option, bei den Wasserrädern dann den Rest aufbauen. Das wäre dann eventuell. Es ist einfach, ja. Ich gehe dann rüber zu den Wasserrädern und baue da den Rest der Akkus auf. So stehen die halt nicht im Gesicht rum.
Und den Platz brauchen wir für die Akkus selber, für die Wasserräder gegebenenfalls. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall genug Zeug da, um die nächste Stufe zu aktivieren. Dazu einmal hier die Jungs. Und einmal hier die Jungs. Oh oh. Ich glaube, das reicht gar nicht, was ich habe. An Eisen- und Kupferrahmen. Nee, das sieht nicht ausreichend aus. Stop that, please. So. Ja. Oh. Ach, ich brauche 200 Schaltkreise. Okay. Dann bis gleich. So, jetzt aber wirklich. Sorry nochmal. Lass mal loslegen. Wir haben jetzt hier die letzten paar von den Kollegen. Wir haben jetzt die Schaltkreise. Ich habe mal ganz kurz alle vier auf Schaltkreise gestellt. Und da geht es gerade ein bisschen ab. Maschine ist voll. Irgendwas stimmt mit den Kollegen ja nicht. Auf jeden Fall, ja. Geht jetzt hier gut ab. Und macht uns weiter hier fleißig die Schaltkreise. Hier kommt weiterhin das Atlantum an und die Atlantum-Erze kommen an. Das läuft alles. Wir können jetzt aber die Schaltkreise hier reinlegen. Schwupps. Und damit das Ding aktivieren. Wuhu! Terminal upgraded. New technologies and recommended tasks available. Okay, die nächste Stufe wäre Advisory. Jetzt... All major sector assets have been reactivated. Remaining production terminal upgrades will be limited to the yield of extreme advancements in productivity. You're going for it, huh? Nice. Ja, ich habe keine Wahl. Okay, jetzt geht's aber echt ab. Also, ich denke, wir sollten auf jeden Fall die Produktion der Kupfer- und Eisenrahmen und der Tier 2 Förderbänder automatisieren, denn jetzt sieht man schon wieder dasselbe Prinzip. Und die Schaltkreise. Sprengladung habe ich bereits automatisiert, das ist praktisch. Und wir brauchen deutlich mehr Zeug. Lass mal kurz schauen hier, was wir jetzt freigeschaltet haben. Die Atlas-Infusion. Achso, damit kann man. Aber wie kann ich denn das Kalkstein zu sieben und daraus Eisen und Kupfer erzeugen? Ich bin gerade verwirrt, wie das gehen soll. Wie soll ich denn bitte Kalkstein 7? Ich bin da verwirrt gerade, was es mit dem 7 auf sich hat. Ich habe offenbar nicht genug blaue Kerne dafür, okay. Kernturbodrechen, kühldicht ist auch nicht genug da. Planieren, kann ich alles noch nicht. Irgendwas Sinnvolles, gut, und oh ja, Baugeschwindigkeit, können wir kurz erhöhen, das ist okay. Stapelgröße, Rucksackgröße, Schienenlänge, höhere Flug, Railwash, Energie, Stromsparen, Spannungsspitzen und die Dinge. Ich habe noch keine Ahnung, wie das mit dem... Jetzt muss ich auch noch mal schauen, weil da gibt es doch keine... Schaltet die Möglichkeit frei, Kalkstein zu sieben, um daraus Eisen oder Kupfererz zu gewinnen. Aber wie siebe ich denn den Spaß? Stromverbrauch. Ja. Oder kann ich ihn hier... Warte mal, kann ich ihn hier drinnen dann einfach in der Produktionsgeschichte eventuell sieben oder wie... Und für Filterung vorbereiteter Kalkstein. Aber wie filter ich den? Es gibt keine Filtermaschine. Kommt die noch oder das ist okay. Das schaue ich mir noch in Ruhe an. Dann müssen wir uns mal um das Kernclustering kümmern, denn das steht ja auch noch an. Und wenn wir das haben, dann können wir uns dann mal um mehr Strom... Oder ich werde jetzt noch erstmal nebenbei die Dinge aufstellen. Sämtliche Batterien, die wir noch haben gerade... Dann schauen wir uns in der nächsten Folge das Kernclustering an. Ich hole mir das mit den Filtern an und dann geht es auch schon mit dem Aufzug los. Das soll es dann für die Folge gewesen sein. Sorry für die ganzen Cuts heute. Wie üblich, hier oben und unten neue Videos. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.